Wunderschönes Buongiorno zu einer nächsten Ausgabe von Dead Space. Wir sollen jetzt ins Labor, ins Chemielabor rennen, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Da müssen wir da lang. Machen wir das gleich mal tun. Ich habe mir auch überlegt, das eine oder andere an meinem Kanal zu ändern. Ein paar Bilder einfügen, also Thumbnails abändern und. Außerdem will ich endlich mal diese Dead Space Reihe fertig kriegen. Ich tue mich ja schon eine ganze Weile schwer damit. Und es dauert ja auch ewig lange. Oh, was haben wir denn hier? Wir sollten vielleicht nicht unvorbereitet loslaufen. Was haben wir denn? Okay, dann werde ich das jetzt erstmal verticken hier. Zeit haben wir ja. Und dann geht's erst richtig los. So, ich habe mir eine neue Waffe zugelegt. Das ist die Energiekanone. Ich bin echt gespannt, was sie bringt. Ich glaube, die habe ich auch... Habe ich die schon mal gehabt? Also ich glaube, in den ersten Folgen hatte ich schon mal so eine Energiekanone. So ein Dingensbummens. Die war voll heftig. Und ich bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher, welche Waffe das ist. So, das war ja jetzt auch nicht nett. Hallo? Machen wir mal, wie machen wir Stase hier in der Runde? So. Ich habe noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an ließ die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Aha, gut. Sehr schön. So, wo ist das nächste Vieh? Ich hab's schon gehört. Aha. Das dauert mir ein bisschen zu lange. Die ist ein bisschen ungenau. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber das ist doch, glaube ich, irgendwie schon eine coole Sache. Wenn man... Hallo? Ich dachte, ich hätte Munition gekauft, aber irgendwie... Kann ich denn jetzt hier rüber gehen? Flammenwerfer? Nee, will ich nicht. Hä? Ich dächte eigentlich, die richtige Waffe verkauft zu haben, aber das scheint sich... Doch, habe ich. Ich habe nur keine Munition. Aha. Hier habe ich... Die Kapsel, genau. Wir müssen ins Chemielabor und, dann dieses Zeug irgendwie zusammenmischen. Ich muss jetzt erstmal klarkommen mit dieser ganzen Waffen-Munitions-Blabliblub. Na, was ist denn das jetzt? Warum lässt sich das jetzt? Naja, wir kriegen es irgendwie raus. So. Auf jeden Fall wollte ich ja meinen Rig hier verbessern. Rick. Ja. Und zwar... Ich bin ja totaler Rick-Fan. Ich finde, der sieht auch am Ende ziemlich cool aus. So. Jetzt halten wir wieder eine Runde mehr aus. Und was ich vergessen habe, ist natürlich... ein Speck aufzunehmen. Wollen wir mal gucken. Jetzt habe ich einen Haufen Munition, aber von den falschen Waffen. Na, tolle Wurst. Ach ja. Na ja gut, dann nehmen wir halt mal die kleine hier. Die hatte ich ja schon lange nicht mehr so intensiv genutzt. Und jetzt, guck mal, wir müssen jetzt hier wieder zurück, ne? Jo. So. Wir wissen ja, was uns hier erwartet. Ah, nette Front. Hallo. Guck mal, hier ist wieder was. Hier haben wir ja das erste Mal unseren lustigen Kompanier gefunden, der sich selbst wieder irgendwie zu regenerieren scheint. Jetzt haben wir hier erstmal. Umfrage wird bearbeitet. Und der ist echt nicht schön. Ja, fertig? Bitte Kapseln. Ja, habe ich. Und du?
hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Mhm. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Ja. Bin ich, mache ich. So. Na, mach. Warum ich hier rumrenne? Ja, das liegt halt daran, dass ich nicht weiß, ob jetzt irgendein Vieh kommt oder nicht. In Bewegung bleiben ist ja immer gut. Dann kann man möglichst an irgendwelchen eventuellen Freunden vorbeilaufen. Und ja. So. Wollen wir jetzt mal hier fertig werden. So. Ja, da müssen wir sicherlich hin, ne? Ja, geht's aber noch woanders hin? Ich würde gern wissen, ob wir hier noch irgendwie was... Ja, genau. Ach, guck. Oh, Medipack mitnehmen. Dafür schmeiße ich auch diesen Scheiß hier raus. So, und weiter geht's. Ja, was ich gesagt habe, ja genau, ich werde mal möglichst diese Dead Space-Reihe zu Ende bringen und werde versuchen, die Thumbnails mit einzubinden. Also besser, irgendwie bessere Thumbnails zu machen. Ne? Wer YouTube kennt, der weiß, was das ist. Und ja, jetzt sehen wir hier schon wieder ein bisschen mehr Spaß. Ich glaube, ich habe die falsche Waffe gewählt irgendwie. Ich, auch nicht. Können wir hier? Ja, können wir. 74. Naja, gut. Vielleicht werden Sie jetzt verstehen. Mein Werk muss fortgesetzt werden. Ja, klar. Wird fortgesetzt werden. Dr. Chalice Mercer werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Mhm. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren und ich werde ihre göttliche Macht auf den ganzen Planeten verbreiten. Stase. Ich überlasse Sie jetzt meiner Schöpfung. Fügen Sie sich dem Unausweichlichen. Scheiße. Ach du Scheiße. Ah! Genau, das waren ja die Viecher, die sich hier regenerieren. Das heißt, wir müssen rennen. Ihr schießt diese Viecher aber auch nur so ein bisschen an. Ach nö. Heißt ja, bringt nicht. Ja, ich wollte die eigentlich nur anschießen. Damit. Ich Zeit gewinne. Alter. Das nervt. So. Ne? Oh, Scheiße. Gefrierphase erfolgreich beendet. Ja. Patient wird transportiert. Ja, okay, super. Ich habe nicht wirklich mehr. Hoffentlich war das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Ja, hoffe ich. Also ich habe ja nicht wirklich Ahnung, was ich hier mache. Ich tue einfach. Und offensichtlich scheint es geholfen zu haben. So. Ich habe noch immer keinen Hit. Oder? Doch, ja. Das, was ich gesammelt habe. Aber sonst. So, wo muss ich jetzt hin? Zum Glück habe ich hier diese komische Linie hier. So. Hallo, Freunde. Nicht vergessen, nochmal rumzulaufen und einzusammeln. So. Und schon haben wir den nächsten Energieknoten. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die würden viel lieber sehen, wenn irgendwelche Waffen gepimpt werden.
Ja, ich bin der totale Rick-Fan. Und die Waffen, die ich habe, die reichen vollkommen aus. So. Oh, hallo? Hallo? Ach ja, ich soll ja wieder zurück, ne? In dieses Tropenhaus-Dings. So. Nächster. Gut, den wollen wir mal. Bis gleich.